Hallo, willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider. Gut, wir müssen hier direkt weitermachen, weil du selbst die Feinde so souverän ausgeschaltet haben. Mich hat selbst gewundert, dass es so gut geklappt hat. Kommt hier nochmal nett vor. 21. Dezember 1603. Lopez war in sich gekehrt, seit wir den Cenote verlassen hatten, also übernahm ich die Führung. Erst als ich in Richtung Stadt gehen wollte, sprach er wieder. Er bat mich anzuhalten und offenbarte mir dann, nachdem er sich meines Schweigens versichert hatte, ein Geheimnis. In dieser Nacht am Fluss habe ich mich mit dem Herrscher getroffen. Ich habe ihm gestanden, wer ich bin, wer wir sind und was der wahre Grund unseres Besuchs ist. Trinitys gemästete Anführer, die so sehr mit Politik beschäftigt sind, dass sie nicht einmal das Morgengebet sprechen können, sind der Schatulle nicht würdig. Der Herrscher und ich waren uns einig, dass es nur eine Möglichkeit gibt, sie vor ihnen zu beschützen. Ich muss sie an mich nehmen, von hier fortbringen und so lange verstecken, bis einer aus dem Herrschergeschlecht Paititis, ein Auserwählter, fähig ist, den Hinweisen seiner Vorfahren zu folgen und sie wiederzufinden. Nachdem er sich diese Last von der Seele geredet hatte, machte Lopez kehrt und schlug einen Weg ein, der uns tiefer in den Dschungel führte. Interessant. So, müssen wir hier noch was tun? Nö. Oh, glaube es ist jede Menge Action. Oh. Scheiße. Nicht gut. Wo? Kante? Cardinal Two, wie ist Ihr Status? Lima 6 gesichert. Kappa-Team, wie ist Ihr Status? Im Kampf, alles im Griff. Crofts Freund ist entkommen. Wir verfolgen ihn nach Juliet 3. Komm schon. Ihr Cardinal 2, ich sehe Vorbebenschäden in Juliet 3. Ein Felssturz hat die tertiäre Pumpanlage zerstört. Keine Brände. Oh, 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 oh. Die Zugangsstraße zu Kilo 2 ist durch umgestürzte Bäume blockiert. Oh, ein Basislager, das ist schon mal gut. Das sind Aufzeichnungen eines Söldners über seine Aufträge für Trinity. Mexiko, Kenia, Sibirien. Ich hatte die Jüngere auch im Fadenkreuz, aber Rourkes Befehl lautete, sie in Ruhe zu lassen. Das ist der Dreckskerl, der Anna erschossen hat. Wer war das nochmal? Irgendwas in Sibirien. Kann mich nicht mehr erinnern. Wer du muss erschossen wo ist. Okay, hier müssen wir uns erstmal. Was zum Teufel? Was zum Teufel mache ich überhaupt hier? Das freue ich mich auch. 6 Fähigkeitspunkte. Monuato ist tot. Die Schatulle ist weg. Jonah. Gott, falls ihm irgendwas zustößt. Okay, gucken wir uns mal. Verdammt nochmal. Was? Verdammt nochmal, genau. Okay, 6 Fähigkeitspunkte. Tja. Das ist nichts mehr Großartiges, was ich will. Giftgranaten. Machen wir mal. Das Gewehr aus und RB. Aha. Ja, das ist gut. Das ist auch gut. Nee, Blende will ich eigentlich nicht. Ja, komm, wir machen einfach nur das hier. Ah, ach so, jene Waffe hat mal so andere Fähigkeiten. Das ist sehr interessant. Sehr interessant. Habe ich beim nächsten Kampf wahrscheinlich wieder vergessen, aber... Gut. Toll, wieder die ganze Ausrüstung weg. Herzlichen Glückwunsch. Die wollen wir bestimmt wieder haben, also. Hallo, Lara. Wer spricht da? Ich vermute schon seit Mexiko, dass du meine Kommunikation abhörst. Rourke. Commander Rourke. Du hast mich abgehört und jetzt höre ich dich ab. Noch ein Vorbeben. Wie fühlt sich das an, für all diese Katastrophen verantwortlich zu sein? Für all das Leid? Ich weiß, was ich getan habe. Dein Blick, als Dominguez es dir gesagt hat. Aber du musstest diesen Dolch haben, richtig?
Ja. Kippt nur noch Salz auf die Wunde. Ja, dich kriegen wir noch irgendwann. Außenposten. Croft ist unterwegs zu euch. Findet sie. Croft ist direkt an den Jungs am Strand vorbei. Das darf nicht passieren. Wir durchsuchen alles. Was Interessantes in der neuen Lieferung? Thermobrillen, Gentlemen. Ich gehe voraus. Ach du. Ich hab was. Wo? Ja, toll. Scheiße. Falscher Alarm. Irgendein Tier. Hey, kriegen wir jetzt bald Licht oder was? Ich krieg sie nie zum Laufen, wenn du mich so weiter nervst. Warum überhaupt plötzlich diese Hektik? Brooke hat gesagt, Croft kommt hier durch. Ach, verdammt. Okay, ich beeil mich. Es geht los. Hast du schon was gesehen mit der Brille? Kleine Tiere, aber nichts Wichtiges. Ich werde das ganze Gebiet absuchen. Das ist nicht gut. Oh, fuck. Ich hab hier eine Wärmesignatur. Nein, hast du nicht. Fuck, der sieht uns doch. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oh. Letzte Chance aufzugeben. Eine Sackgasse. Muss man gleich eine Mumma haben. Das was? Hab ich sogar gekillt. Ah. Das war die. Also. Oh nee, ich muss hier weg. Scharfnellgranaten. Nö, machen wir nicht. Das war zwar ein bisschen ruppig, aber gut. Ah, wir sind nicht gestorben. Das finde ich schon mal gut. Ich weiß noch nicht, wo ich bin, aber... Okay, gut, hier sind wir herkommen, alles klar. Was hat das jetzt gebrungen? Was hätte ich keine Feuer mache eventuell? Hier geht es wahrscheinlich weiter. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Verdammt, Männer, benutzt die Brillen. Findet sie. Nö, 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 nö. Guten Abend, Traf. Siehst du jemanden? Hier ist nichts.
Ein Predator. Der konnte Arnie anerziehen, wie er mit Schlamm bedeckt war. Mist. So. Oh. Irgendwas stimmt hier nicht. Nichts, dachte ich mir. Ja. Oh, da oben können wir hoch. Oder? Ne, da kommen wir auch her. Ne, da kommen wir her. Ich dachte, hätte mal hochgekönnt. So. Dafür habe ich nicht genug Platz. Ach, hat er das Ding schon Laie gelost. Unglaublich. Er kann sich also nicht verstecken mit dem Teil. Ist doch unheimlich genug, etwas in diesen Ruinen im Dunkeln zu suchen. Bei der Jagd mit meinem Dad war es immer genauso. Alles klar. Irgendwas ist hier verdächtig. Hör doch mal kommen. Sicher. Setze Patrouille fort. Ja. Kommt da jemand? Oh, das sind so viele. Da müsste man wirklich so Schrapnell. Verdammte Lara Croft, wir müssen sie aufhalten. Wenigstens keine Sorge, das werden wir. Ach ja, wegen der neuen Ausrüstung oder was? Nein, aber wegen Rook. Ich habe ein komisches Gefühl. Stellt alles auf den Kopf. Gründlich ziehen wir es durch. Dort vielleicht. Macht euch Kampf bereit! Oh, oh, oh. Ja. Das werde ich trotzdem.
wäre das? Ich sehe sie wieder! Ja, was hat sie? Sieht er mich jetzt? Nee. Okay, das war's dann wohl. Uiuiuiui. Wundert mich hier immer noch, dass wir hier jetzt nicht drauf gegangen sind. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Was für ein Zufall, dass der gerade da ist, wo wir hingehen. So. Upsa. Müssen wir doch gucken. Klauen wir dem jetzt den Bogen. Ein Rezept für ein Halluzinogen. Wird manchmal im Krieg benutzt. Der sollte helfen. Wenn ich meine Pfeile damit benetze, habe ich einen Vorteil gegenüber Trinity. Furcht des Jaguars. Furchtpfeile. Oh ja. Oh ja. Die Dinger da, hm? Wie schieße ich die jetzt? Okay, gut, der andere Knopf. Alles klar. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, das ist schon mal... Oh, cool. Das muss Mama Zada sein. Sie war die Inka-Göttin des Getreides und ihr Name bedeutet so viel wie Maismutter. Ich fand es schon immer amüsant, mit welchen Ritualen sie von den Menschen verehrt wurde. Wann immer ein Bauer eine ungewöhnliche Maispflanze fand, fertigte er daraus zu Mama Zadas Ehren eine Puppe an.
Da sie außerdem die Göttin der Weidenbäume war, hängten die Bauern manchmal eine ihrer Maispuppen an eine Weide und tanzten um sie herum. Ja, kann man machen. Trinity kann von mir aus in diesem Dschungel verrotten. Und was den paititianischen Herrscher betrifft, nicht einmal er kann wirklich begreifen, was diese Schatulle ist. Ich jedoch tue es. Und ich weiß, sie sollte nicht von irgendjemandem benutzt werden. Das wäre eine Katastrophe. Nur die Reinsten unter uns sollten darüber entscheiden, wie die Macht der Schatulle genutzt wird. Deshalb muss ich sie verstecken. Intelligenter Mann, der Lopez. Zeigt mir ihre Leiche und euer ganzes Team bekommt ein Decon-Training. Rogue out. Ihr habt's gehört. Gehen wir es an. Ach so. Sie ist unterlegen. Ich hab die falsche Taste gedrückt, ich bin ein Idiot. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Und so, also nochmal. Tau-Team, Croft ist auf einem Vektor zu eurer Position. Ich wiederhole, Croft kommt zu euch. Oh Gott. Wir kriegen sie, Sir. Zeigt mir ihre Leiche und euer ganzes Team bekommt ein Decon-Training. Rogue out. Ihr habt's gehört. Gehen wir es an. Was ist los? Ich bringe euch alle um! Das wollte ich nämlich machen. So, die Pfeile sind cool. Gefallen mir. Sie hat keine Chance. Ist einer von euch hier durch? Ich habe hier abgeknickte Äste. Das sind noch mehr. Das ist nicht gut. Scheiße. Das Problem ist diesmal gar nicht der Generator. So. Sie hat keine Chance. Den Doc könnte man sich eventuell schnappen. Wir sind viel mehr. Kinder.
gleich hier sein. Aufpassen. Kommt hier jemand? Gut, in der Nähe ist ein Satellit. So, warte mal. Wir sind viel mehr. Bist du okay? Das ist hier nur cool. Ich muss rausfinden, was hier los ist. Sicher. Ich muss rausfinden, was hier läuft. Haltet die Augen offen. Ich begleite dich. Stellt alles auf den Kopf. Ziel wieder geordnet. Öffnen! Absolut geil. Das gefällt mir so gut, dass die sich einfach sehr weit abmeucheln. Meine Waffe ab. Was soll ich gar nichts machen? Ja, nichts machen, mich in Ruhe spielen lassen. So, das haben wir doch noch einigermaßen souverän nachgemacht. Können wir mal hier im Dunkel? Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Das Gift holen wir noch schön. Jetzt viel Möglichkeit, ich habe irgendwas zu machen. Naja, wir haben es hier nicht allzu ruppig gemacht. Dafür habe ich nicht genug Platz. Hier Möglichkeiten gibt, die ganze Bämse ziehen. Aber hey, wir müssen hier die Pfeile ausprobieren. So. Und da mal wieder die Halbstunden gerissen, würde ich sagen. Ja, wieder ein kleines Päuschen. Beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dahin dann. Bye bye.